Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder mal über die Erfolgsgeschichte Mindestlohn so sprechen. Und vielen Dank für Ihren Antrag dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Auch für mich ist es ein Jubiläum. Heute zum 10. Mal darf ich zum Mindestlohn hier sprechen. Und wir haben auch schon öfters über die Höhe des Mindestlohnes gesprochen. Und ja, klar, natürlich, 9,35 Euro der aktuelle Mindestlohn ist zu wenig, ist zu niedrig. Arbeit ist mehr wert wie diese 9,35 Euro in der Stunde. Und es lohnt sich auch dafür zu kämpfen und es lohnt sich politisch zu kämpfen. Und Kollegin Ferschel hat ja die ganz seidige Anzeige heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ja auch dabei gehabt, wie ich auch, wo Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sagen, Hände weg von einer Reduzierung des Mindestlohnes wegen Corona. Im Gegenteil, ihr müsst den erhöhen. Und genau das hat letztes Jahr auch der SPD-Parteitag beschlossen im Sozialstaatspaket. Und es ist ganz klar Lage bei uns. Wir sagen aber auch, der Mindestlohn ist nach wie vor eine Krücke. Besser wäre, Tarifverträge zu haben, dass die Leute ein Anrecht darauf haben, wo bessere, wo höhere Löhne bezahlt werden. Und morgen beschließen wir hier an dieser Stelle das Arbeitnehmerentsendegesetz. Ein komplizierter Name, aber Fairness auf dem Arbeitsmarkt bringt dieses Gesetz. Und es werden Tariflöhne bezahlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich gebe dem Kollegen Zimmer recht, 2014, als wir den Mindestlohn auf den Weg gebracht haben, haben wir in die Tarifautonomie eingegriffen. Wir haben einmal diesen Lohn festgelegt und haben gesagt, die Mindestlohnkommission, da wo Gewerkschafter und wo die Unternehmen drin sitzen, die können das besser, die Tarifautonomie, die machen das. Das ist richtig und es soll auch so sein. Aber wir stellen doch heute fest, nach 6 Jahren, dass diese Erhöhung des Mindestlohnes von 8,50 € bei 9,35 € gelandet ist. Das sind Trippelschritte. Das ist viel zu wenig, das geht zu langsam. Und deswegen brauchen wir hier an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, so einen richtigen Wumms, der hinein muss. Und übrigens, Wumms, Olaf Scholz hat vor 2 Jahren schon gefordert, 12 Euro Mindestlohn auf den Weg zu bringen. Und wer soll ihm an dieser Stelle widersprechen? Und ich sage auch, Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist wieder Zeit. Wir müssen politisch eingreifen. Woanders machen wir das auch. Das ist nicht nur notwendig, es ist geboten, dass wir das tun. Und dann kann die Mindestlohnkommission weiter Trippelschritte gehen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Karl-Julius Kronenberg.